Hey Leute. Hey Leute, willkommen zu einem neuen Video. Das ist jetzt der fünfte Part von Dishonored, dem ersten Teil. Und wir müssen jetzt, müssen jetzt zu dem Herrn. Oh verdammt, nein. Du hast jemanden zur Nein, werf mir dich! Verdammter Hund! Wow. Willkommen zu Dishonored, zum nächsten Teil, und wir werden jetzt hier einmal. Nein, ich will den gar nicht tragen. Das ist so nicht geplant eigentlich. Ich brauche irgendwas zum Essen. Nichts mehr zum Heilen. Dass ich einen Schlüssel finde, immerhin. Da können wir auch nicht mit interagieren. Damit auch nicht. Wäre ganz gut, wenn wir irgendwie Möglichkeit hätten, irgendwas zu essen. Das ist gut, das ist gut. So genau, was ich brauchte. Lassen wir auch nochmal hier. Käse. So. Haben wir hier noch Schönes? Hier haben wir nicht mehr so viel. Aha. Das Elixier ist immer ganz wichtig, um uns heilen können. Bringt uns einfach nichts. So, was haben wir hier noch? Flaschen. Mal gucken, wo wir lang können. Gehen wir mal hier rein. So. Ich habe jetzt keine Lust, das alles zu lesen. Das ist nämlich voll viel. Und wir wollen hier auch noch weiterkommen. Eben schon. Noch mal ein kleines Rädchen. Schade. Alles Ratten. Hast du den Zugriff zu Dr. Galvanis Labor berührt? Ja, ich glaube schon. Dann musst du dir deine Hände gut waschen. Die Ratten bekommen ihre lebenden Essenzen überall her, sagt der Doktor. Lebende Essenzen? Meinst du Innereien? Ich glaube schon. Also musst du deine Hände reinigen. Ist da jemand? Sorry. So, das war schnell und tödlich, ne? Haben wir einen kleinen Ratten? The fuck ist das? So.
Was ist, was würde ich nehmen? Betäubungsvoll, das ist sehr gut. So. Oh, nice. Das ist natürlich sexy. Ah, das wollte ich genau. So Notizen, Ziele. Gut. Mhm. Was ist denn hier? Ich bleibe im Geiwitz Büro. Da kommen wir gerade. Aber hier nochmal. Hier waren wir noch nicht, denke ich mal. Nein. Hier waren wir schon. Hier waren wir schon, okay. Dann gehen wir jetzt die Treppe nach oben. Was war nochmal mit Galvin? Was war nochmal mit Galvin? Galvin hatten wir dafür was? Campbell. Nee, nichts mit Galvin. Also kann ich den rein theoretisch umbringen. Richtig gesehen. Nochmal kleine Ratte. Okay. Was ist das für ein Raum, ey? Das ist ja richtig krank hier. Okay. Dr. Galvins Labor. So. Bullenrattenfötus. Ja, und ich würde sagen, der hat hier sehr viel Spaß mit Tieren. Ob es gut ist oder schlecht ist, ist so eine Sache, ne? Weil ein Pix sind immer noch Experimente. Das kann ich nicht gutheißen. Wie wenn man Experimente mit Ratten machen würde. Ist auch nicht geil. Eine infizierte Ratte unterscheidet sich von der gemeinen Ratte in ihrer Größe und der Rauigkeit ihres Fells und auch in ihrer Intelligenz. Wobei diesbezügliche Experimente noch unvollständig sind. Corian, das Tierleben, beschreibt nur die gemeine Ratte. Das bedeutet, infizierte Ratten leben hier höchstens seit 5 bis 7 Jahren. Das war keine allmähliche Ansiedlung. Könnten sie absichtlich hierher gebracht worden sein? Vielleicht durch fremde Hand? Der sieht viel voll hässlich irgendwie, keine Ahnung.
So. Dann haben wir hier weiter eigentlich nichts. Dann gehen wir mal wieder raus zum Boulevard. Und da ist die nächste Lichtwand, wo ich hin muss. Denn das ist eine Rune. Noch ein Artefakt. Lass mich raus, mir geht's gut. Wir haben was anderes gemacht. Hey! Was denn? Ich will hier raus. Sie haben was gut. Ich will nichts über die Maske wissen. Würde auch nicht wollen, dass man mich bei einer Aktion wie eben kennt. Wissen Sie was? Ich revanchiere mich. Schauen Sie bei Grinchop vorbei. Das ist mein Geschäft. Na, jedenfalls war es das einmal. Jetzt muss ich die Dinge von hier und da zusammenkratzen, während die Stadt zugrunde geht. Wenn Sie etwas brauchen, verkaufe ich Ihnen gerne etwas. Vielleicht ist die Seuche eines Tages verschwunden und alles wird wie früher. Alles klar, aber bis super. Dahin heißt das Plündern. Okay. Okay, ich muss nach oben. Irgendwie muss ich nach oben. Gefunden. So, was kann ich damit machen jetzt? Noch ein Artefakt aktivieren. Okay, cool. Das ist geil. Ich habe keine Runen, da muss ich noch Runen holen. Das ist eine Rune, da gehe ich jetzt hin. Dann ist eine Rune, da gehen wir jetzt mal hin. Und? Aktiviert? Wonach sieht's denn aus? Kannst mich mal, Hayburn. Na los, wirf endlich die verdammte Ratte. Lass uns den Kleinen zu den Waffen. Es tut mir leid. Ich finde dich schon. Hier ist er. Wollt ihr eigentlich? Keine Chance, Leute. Kleiner Wichser, Alter. Das hat mir schon wieder richtig viel Leben gekostet, Alter. Gottes Willen. Dass ich auch immer gleich über so übertreiben müssen.
Moment, das Herz. Ah, perfekt. So, perfekt. Dann können wir auch gleich die Kräfte hier nicht machen. Scheiße, ich dachte, wir können irgendwie was machen. Das wäre ganz geil. Aber nein, können wir nicht. Irgendwas was zu essen. Was wollen die von mir, Alter? Dein scheiß Ratten, Alter! Oh fuck, Alter. Diese Drecksratten, ne? Ich hab denen doch gar nichts getan, Mensch. Hier ist noch genug Leichen rum. Aufseher Martin. Hallo Martin. Angeblich fällt einem am zweiten Tag. 151, stimmt das? Alle nebeneinander. Oder ist der Juckreiz der schlimmste? Oder die Ratten? Was für ein Anblick Sie in der Maske bieten. Ich weiß, wer Sie sind und was Sie wollen. Und ich kann helfen. Ja. Befreien Sie mich und ich spendiere Ihnen in ein paar Tagen einen Drink. Einen großen nicht. Gut. Ich spende. Fühlt sich gut an, wieder gerade zu stehen. Vielen Dank, Corvo. Ihre Mission hier und heute ist äußerst wichtig. Sehr gerne. Wir müssen Emily finden und Campbell töten. Und zwar schnell. Wenn er tot ist, durchsuchen Sie ihn nach seinem berüchtigten schwarzen Tagebuch. Und dann verschwinden sie. Campbell trifft sich mit einer Wache namens Kernow, die er meinen Informationen zufolge vergiften will. Vielleicht können sie das zu ihrem Vorteil nutzen. Ich kann hier nichts mehr ausrichten, also werde ich mich zum Hound Pits Pub begeben. Wenn ich den Schiffer Samuel sehe, sage ich ihm, er soll im Hinter... Sie warten. Hinter dem Büro des Oberaufsehers. Mögen alle Geister sie leiten und möge der Kopf unseres Gegners zu Boden fallen, ohne dass sie Schaden nehmen. Alles klar. So. Vom Zeichen des Ketzers. Es klang schmerzhaft. Haben Sie je das Ritual gesehen? Ich habe es niemals zur Anwendung kommen sehen. Nein, es ist sehr selten. Aber ich sah einst jemanden, der das Zeichen trug. Ein ehemaliges Mitglied unseres Ordens, versteht sich. Auf einer Klausur passierten wir ein Fischerdorf und da saß sie. Aber... So. Springmine, okay. Natürlich. So, da haben wir schon ein bisschen mehr live. Nicht wirklich, nein. Noch live.
Spiel auf deine Art. Alternative Wege. Es gibt viele Wege durch eine Mission. Hauptstraßen, Gassen, Rattentunnel, Dächer und Kanäle. Ich probiere verschiedene Wege aus, um dein Ziel zu erreichen. Okay. Tut mir leid. Ruhige Nacht. Wirklich? Nichts. Nicht in der Bottle Street, wenn die Gerüchte stimmen. Nachts kann die Wache sie angeblich. Träum ab. Oh, das ist ja noch einer. Keine Tränke mehr. Wünschte, ich hätte noch einen Trank. Noch nichts mehr. Ah, ich hab nichts mehr, das ist scheiße. Nix. Das ist schlecht. Irgendwas zum Fressen. Pass gut auf heute Abend, mein Junge. Ich habe von bösen Männern gehört. Er ist ein guter Junge. Oh Gott. Guter Junge, Justice. Oh, Scheiße. Oh, fuck. Ich hab da keinen Bock drauf, nein. Das, habe ich keine Chance gegen. Mach ich nix. Weiß nicht, ob ich jetzt hier runtergehen sollte. Ich glaube, das ist hier oben, denke ich mal. Boah, ich habe kein Leben, das ist schlecht. Alter! Och, Leben! Aber ich finde kein Leben, das ist schlecht. Das ist sehr schlecht, immer nur das Spiel keine Ladezeiten. Oh nein. Gut, Leute, ich würde das Spiel erstmal pausieren. Und wir sehen uns beim nächsten Part. Haut rein. Ciao. Yeah.